Hallo ihr Lieben, ich habe mir ein kleines Album gebastelt, ganz einfach mit der Cinch und ein bisschen mit Jellyplate-Papier dekoriert. Und wie ihr hier vielleicht schon seht, ich habe mir dieses Dynamo gekauft, den Junior, und habe mir damit, kann ich euch auch gleich mal zeigen, ich habe hier verschiedene Farben von Bändern mir gekauft. Ich habe mir hier so eine Verpackung gebastelt, dass ich mir die hier immer schön hinstellen kann. Ja, und damit habe ich hier diese Schriftzüge gemacht. Und ihr seht schon, was hier drin ist. Oder ihr seht es vielleicht auch schon vorne drauf. Genau, das ist mein ATC-Tauschalbum. Allerdings sind hier jetzt nur ATCs drin, die ich selbst gemacht habe und die ich auch momentan noch nicht vertauschen möchte. Und ja, hier habe ich einfach mit so einem Duett und ja, hier so ein Anhängsel gemacht. Ja, hier hatte ich eine ATC gebastelt, die ich dann halt hier vorne draufgeklebt habe und dann tatsächlich erst verziert habe. Also ja, nicht ganz. Das Genähte hier habe ich natürlich vorher gemacht. Da oben habe ich auch nochmal genäht. Ja, und den Hintergrund habe ich auch vorher gemacht. Das ist ja mit G-Medium und mit, mit Strukturpaste und so, also mit verschiedenen Sachen und auch mit die Farben, komm schon, schau bitte, da ist es so. Genau, dann halt auch mit verschiedenen Farben. Ich habe ein bisschen mit Bordüren gearbeitet, ich habe mit Heißkleber gearbeitet und habe hier so ein bisschen was drauf festgeklebt. Die Perlen hier oder diese Drops, die hatte ich mal in der Tauschpost. Ja, und der hier, der war mal vom Action. Die Rosen weiß ich gar nicht mehr, wo ich die her habe. Ich glaube, die waren auch in irgendeiner Tauschpost. Naja, auf jeden Fall, wie ihr seht, ich habe es auch erst im Nachhinein dekoriert, also nicht vorher. Und deswegen ist auch hier dieser Streifen, aber mich stört es ehrlich gesagt nicht. Ja, und von innen auch ein Jellyplate-Papier genommen. Und hier habe ich mich mal wieder ein bisschen im Zeichnen probiert. Und zwar habe ich mir ein Buch gekauft, wo man halt zeichnen quasi lernen kann. Und dann gibt es so Motive, die man halt abzeichnen kann. Und genau, da habe ich mal so ein bisschen hier rumprobiert und habe dann die Hintergründe zum Teil gestempelt, zum Teil aber auch komplett selbst gemalt oder ja halt gestempelt und dann nochmal koloriert. Und das Witzige ist, der Hintergrund von den Teilen hier, die sind mit Watercolor gemacht. Aber die Hauptmotive, die gezeichneten, die habe ich dann mit Alkoholmarkern ausgemalt oder koloriert, wie auch immer. Ja, und ich finde, die sehen ziemlich cool aus. So, hier habe ich dann einen Fehler gemacht. Ich habe dann nämlich beim Einkleben der Dinger auf einmal hinten angefangen, statt vorne, beziehungsweise nicht mal ganz hinten, sondern ich habe irgendwie klebten die beiden Seiten zusammen, die habe ich übersprungen. Ist aber nicht so schlimm. Hier habe ich mir mal eins gemacht, auch selber gezeichnet und dann habe ich das aber genommen wie ein Lesezeichen. Also, das geht ein bisschen doof wieder rein, aber hier habe ich mir das, so eine Tasche halt drauf geklebt, wie ihr seht. Und ja, das Teil dann eben zerschnitten. Das ist meine Rückseite, die ich immer bei meinen ATCs drauf mache. Und ja, dann kann man das so an ein Buch halt eben dran machen und hat das dann so als Lesezeichen. Fand ich eine ganz witzige Idee. Und deswegen habe ich das mal dran gepuzzelt. So, und das puzzle ich jetzt nachher rein, weil es dauert nämlich ein bisschen länger. Ja, hier habe ich einfach aus so einem Set von Gorsches halt was genommen. Hier habe ich den Hintergrund koloriert mit Distress Inks oder Distress Oxides, oder? Ach nee, wartet mal, ist mit Schwarz. Wenn es mit Schwarz ist, dann war es ganz andere Farben. Und zwar waren die gerade mal vor. Und zwar die Dinger hier. Auch von Distress, aber genau, diese sind das. Ja, die sind super. Also die decken mega. Die fühlen sich aber auch, das ist theoretisch Acrylfarbe, decken aber mega und lassen sich super verblenden. Wenn sie trocken sind, sind sie trocken. Ansonsten kann man sie aber auch mit Wasser wieder abnehmen
Und also das hier ist so meine Nonplusultra, ja, mein Nonplusultra-Zeug. Und ich liebe die. Da habe ich mir 6 Farben von geholt und da werden aber noch welche von folgen. Genau, und damit habe ich hier diesen Hintergrund gemacht. Einfach mit Wischdingern, also mit Wischtools und dann halt. Und ja, die Gorgeous-Teile sind halt aus Sets und der Schmetterling hier, der war mal aus irgendeinem Actionbogen, wo dann so 3D-Schmetterlinge drin waren. So, und hier sind die Seiten jetzt voll. Hier habe ich diese 3 Gorgeous-Teile, habe ich auch zum Teil einfach nur eben aus so fertigen Sets mir da was rausgenommen und Sachen ausgeschnitten. Dieses hier war von Action. Und die habe ich, glaube ich, mal aus China, also von Ali oder so bestellt. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Das sind eigentlich Holzknöpfe. Und die hier waren auf jeden Fall von Ali. Da sind diese Eckenschoner. Und ja, der Hintergrund, da habe ich schwarzen Cardstock genommen und dann eben mit Strukturpaste oder nee, gar nicht wahr, mit Modelingpaste. Und zwar dieser hier. Ich muss auch unbedingt neue kaufen. Die ist nämlich leer. Mit dieser Modeling-Paste habe ich dann den Hintergrund gemacht und dann eben auch mit Farben eingefärbt. Ja, finde ich auch mega schick. Und hier unten, das mit den Häusern, habe ich mir ein bisschen von Bastelmix abgeschaut und dann so ein bisschen nachgemacht. Genau, natürlich andere Farben benutzt und so, aber schon sehr ähnlich. Ah ja, hier die Seite. Da habe ich Stempel benutzt und dann koloriert. Und zwar habe ich die auf Backpapier, also auf so ein Transparentpapier. Wo habe ich das jetzt hingetan? Das habe ich jetzt irgendwo anders hingetan, aber finde es gerade nicht. Aber nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, auf so eine Art Backpapier draufgestempelt, über Nacht trocknen lassen, weil die Farbe doch dann, das ist ja immer ein bisschen glatt. Und die Stempelfarbe da doch länger braucht zum Trocknen. Über Nacht trocknen lassen und dann ausgemalt, also koloriert mit Watercolorfarben. Und dann mit Schrumpffolie hier auch diesen Spruch einfach mal abtauchen, auf Schrumpffolie gestempelt und dann ab in den Backofen. Und dann halt mit so einem kleinen Duett oben festgemacht. Genau, und darunter sind auch noch diese, ich weiß immer gar nicht, wie die Teile heißen. Achso, könnt ihr jetzt nicht sehen, oder wartet mal, ich mache es hier mal ein bisschen ab. Da, diesen Teilen hier mit dem Ding hier festgemacht, Loch gemacht und dann eben so ein Teil festgemacht und dann, damit mir das Papier halt nicht so kaputt geht und nicht so ausfranst. Ja, und dann mit dem Duett befestigt und ja, hier sieht man den Spruch noch mal ein bisschen besser, einfach mal abtauchen. Ja, finde ich mega süß. Ja, ein bisschen Glitzersteinchen drauf und das Papier, der Hintergrund, das war ein Actionpapier. Ja, mein Dings hat es drauf, ne? Immer, wenn ich ein Video mache, dann kommt dieses Gepiepe da. Wieder irgendeine Nachricht, die niemanden interessiert. So, hier habe ich auch mit der Paste wieder gearbeitet und mal andere Farben benutzt und hatte das Papier aber vorher so zerrissen. Fand ich nämlich ganz interessant, dass das mal so zerrissen aussieht. Außenrum dann mit Sommerbeere, meine Lieblings-Stampin' Up-Farbe unter anderem. Also meine beiden Lieblingsfarben, kann ich euch mal zeigen. Petrol und Sommerbeere und ich finde, die passen auch so mega zusammen. Ja, und sind halt meine Lieblingsfarben und deswegen kommen die auch ziemlich häufig irgendwo bei mir vor. So, hier habe ich mal was ganz anderes probiert. Hier habe ich mal Coins gemacht und ja, habe hier auch mit Bordüren gearbeitet. Ich habe hier ein bisschen genäht, immer mal wieder in einer anderen Art und Weise. Und ja, da habe ich auch genäht, da habe ich doch da unten genäht oder drüber was drüber geklebt, das sieht man gar nicht mehr so. Und dann hier mit solchen Bordüren auch gearbeitet, die hatte ich auch mal in einer Post. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob die von Goldbody war oder von Miss Fruchteis, das weiß ich nicht mehr genau.
von einer von beiden war das drin. Ja, und das hier, das ist einfach nur Washi-Tape vom Ali. Und ja, der Stempel hier unten, da habe ich so ein Stempelset, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube auch von Ali. Genau, und das hier sind Knöpfe, die waren mal vom Action, da gab es mal so einen Riesenpack. Und die habe ich dann mal ja, da drauf genäht. Und ja, hier unten diese Schriftteile dann halt wieder mit dem Dymo. Der ist übrigens super. Also am Anfang, wenn man den die ersten Male benutzt, da muss man echt dolle drücken, damit die Buchstaben wirklich geprägt werden. Aber umso öfter man das macht, also umso öfter man das Ding benutzt, umso besser funktioniert es auch tatsächlich mit dem Gepressten. So, und das war's, glaube ich, schon. Jawohl, genau. Hier habe ich noch ein paar leere Seiten. Oh, auf jeden Fall. Ups, hier ist einer raus. Ach hey, ja, muss ich gleich mal gucken. Wo dann auf jeden Fall demnächst noch was folgt. Ja, ich glaube, durch die ganzen Teile, die jetzt drin sind, ist es ganz schön dick geworden. Und dadurch sind die hier jetzt ein bisschen rausgeflutscht. Muss ich vielleicht noch mal ein bisschen fester zupressen. Erstmal wieder reinfummeln, mache ich aber gleich allein. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mal kurz zeigen, weil ja in letzter Zeit so gar nichts von mir kommt. Und wie ihr seht, bin ich halt wirklich damit beschäftigt, ständig irgendwelche ATCs zu machen und habe da einfach immer noch mega Spaß dran. Und ja, ihr wisst ja, ich habe das irgendwann mal gesagt, dass ich mir jetzt auch gar keinen Stress oder Druck mache mit den Videos auf dem Kanal, so wie es kommt, so kommt's. Und ich mache es halt so, wie ich Lust habe und ich will mich da weder selbst unter Druck setzen noch unter Druck setzen lassen. Also wenn ich keine Lust habe, dann kommen halt keine Videos und wenn doch, dann doch. Okay, ihr Süßen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann bis bald.